Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Rayman Legends. Ja, wir sind hier mittlerweile schon in Part 11 des Let's Plays. Also das ist ja geht erstaunlich schnell, wie schnell die Zeit bei diesem Spiel verstreicht. Und wir haben jetzt auch unser erstes 3 Totenkopf-Level. Also es wird schwerer. Ich springe auch diesmal nicht, verspreche ich euch, links runter. Den Fehler mache ich nur einmal. Ach du Heiliger, ach du Heiliger, ach du Heiliger. Jetzt geht's hier aber auch schon voll zur Sache. Oh, ich will... Ne, höher kommen wir anscheinend nicht. So, holen wir uns mal... Ey! Ich wollte gerade sagen, du alte Krücke, hau mir bloß nicht ab. Und da kommt der Frosch wieder... nicht der Frosch. Warum sage ich immer Frosch? Weil der so aussieht. Aber die Froschfliege kommt wieder zum Einsatz. Na, ich bin ja begeistert. Hauen wir uns erstmal mit dem hier. Ach, guck mal. Und die Augen sind auch wieder dabei aus Rayman. Origins. Da oben geht es anscheinend nicht weiter. Hauen wir da einmal drauf. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Erstmal da oben die Münze besorgen. Sehr schön. Oh, nein, da wollte ich noch gar nicht hin. So, erstmal da weg. Und jetzt gleich auch wieder runter. Weil genau da wollte ich nämlich hin. Lauf mal weiter. Und da müsste dann auch theoretisch schon die Königin sein. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einem Plan aus. Und jetzt muss ich erstmal gucken. So, hat geklappt. Natürlich ist jetzt auch wieder die High Life hier bei mir vom Haus. Meine Herren, ey. Also irgendwann reicht's einfach mal. Die schicken alles raus, was sie besitzen. Und alles nur, weil so Idioten auf der Autobahn, wir wohnen hier ziemlich neben der Autobahn, alles nur, weil so Idioten einfach nicht klarkommen. So, das hat soweit alles geklappt. Oh je, nein, nicht schon wieder so einer. Das artet doch bestimmt wieder in Hektik aus, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe natürlich nicht, aber bisher geht's. Moment, ich will... Mach mal den bitte. Ja, da oben wollte ich nämlich hin. Holen wir uns da einmal den... Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das der König oder wer ist das? Ach du Scheiße, wie soll das denn funktionieren? Einmal da durch. Jawohl. Ja super, hat gut geklappt. Da muss man dann, während man durch die Gegend schwebt, dann auch die Plattformen verdrehen. Damit man da nicht irgendwo in die Stacheln reingerät. Gut, jetzt fehlen eigentlich nur noch die anderen kleinen Dinge. Wow. Killer den mal bitte. Das wäre sonst verheerend geworden. So, und dann hier mal sa... Boah, jetzt kommen auch noch Geister. Ihr wollt mich doch veräpfeln. Sehr schön. Einmal die Plattform verdrehen. Da einmal hauen. Und da geht's weiter. Sehr schön. Dann nochmal nach oben. Auch das hat geklappt. Und bisher ist ja noch kein Stress da. Finde ich schön. Weil mit Stress komme ich nicht ganz so gut klar. Da ist der nächste. Auch der hat geklappt. Heiligsblechter, ey. Das ist teilweise ein Tastengedrücke, das man hier braucht. So, hau bloß ab, du. Alter, Hammelsack. Oh, war das eine knappe Sache. Wow, 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 wow. Sehr schön. Heiligsblechle. So, da einmal draufhauen. Und auch das hat geklappt. Dann erst hier unten rum, die Münze einmal einsammeln.
ihn in den Hintern treten, dich einmal treten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt chaotisch wird. Sehr schön. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Ja, auch das hat gut geklappt. Runter. Heiligsblechler, ey. Das ist echt teilweise richtig an... Richtig an... Aua, scheiße. Mist. Das ist teilweise richtig anspruchsvoll, muss ich sagen. So, runter. Drehen. Und flattern. Genau, mach die Flatter, Kollege. Und weiter. Die Münze will ich auch noch haben. Nach Möglichkeit heute noch. Ja. Da geht's wieder höher. So, wo geht's hier hin? Da geht's anscheinend nirgendwo hin. Naja, du kriegst wieder was auf die Mappe. Sehr schön. Bis dahin hat's geklappt. Ich hoffe, das ist die letzte, die wir brauchen. Einmal Nase knuffen. Auch nicht schlecht. Ja, habe ich dich gerettet? Bitte, bitte. Lass das die letzte gewesen sein. Ja, das war die letzte. Wir haben alles zu, ich hoffe, 100%. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, die 600 haben wir auch. 100% wieder ein Level abgeschlossen. Also so gut waren wir ja in der ersten Welt beim ersten Mal nicht. Aber ich muss sagen, die zweite Welt gefällt mir jetzt auch etwas besser. So, vom Schwierigkeitsgrad her. Ich möchte auch mich nicht unbedingt immer in Let's Plays aufregen. Schlimm ist schlimm genug, dass ich bei Castle Storm teilweise so ausgeflippt bin, weil es nicht so lief, wie ich das gerne hätte. Aber meine Frau kennt es nicht anders und ihr werdet das bestimmt in ein oder anderen Let's Play auch noch ein paar Mal miterleben, dass ich ausflippe während des Spiels. Heiligsblech. Glückwunsch, Crazy Bane. Du hast jetzt die fünfte Genialitätsstufe erreicht. Feiere das mit diesen 5000 Looms. Ja, das machen wir doch glatt. Da haben wir doch wieder einiges, was wir machen können. So, wir rubbeln uns erstmal wieder ein. Looms. Nochmal 1000 Stück dazu. Und dann würde ich sagen, wir haben einen neuen Helden freigeschaltet. Und tägliche extreme Herausforderungen. Da würde ich sagen, bevor ich den Part beende, gucken wir da doch einfach nochmal rein. So, einmal hier durch. Gucken wir uns erstmal den Helden an. Weil das interessiert mich ja schon, was da neu zukommt. Schon wieder Glorax. Ne, Glorax war ein Pokémon. Glombox. Dieser einst strahlende Held ist von der Darktoons besessen und verbringt jetzt seine Zeit damit, Leute zu erschrecken. Leider klappt das nicht so gut, wie viele ihn mit Glombox... Weil viele ihn mit Glombox verwechseln. Aha, mit 55.000 gibt es dann auch den nächsten Held. 55.000, 7500? Ja, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ja, geringfügig. Aber 40.000 Looms ist doch schon mal nicht schlecht. Dafür, dass wir jetzt erst im 11. Part sind. Oder ist es jetzt schon der 12.? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe schon ein bisschen den Sinn für die Realität verloren. Aber Challenges wollten wir mal in die wöchentliche reingucken. Ah ne, tägliche Extreme ist das ja. Die wöchentliche gibt es ja erst dann nächstes Mal. So, da haben wir noch Silber, da werde ich dann später nochmal gucken. Aber was haben wir denn hier? Herausforderung ist klar. Tägliche extreme Herausforderung. Na bravo. Da bin ich ja mal gespannt. Dein Ergebnis. Ach, da müssen wir wieder Meta machen. Okay. Von mir aus bin ich mal gespannt. Komme so weit, wie du kannst. Das finde ich immer schön, die Level. Mit komme so weit, wie du kannst. Und ich werde einfach mal langsam machen. Wir müssen ja nicht unbedingt schnell durchflitzen. Okay, vielleicht müssen wir doch schnell durchflitzen. Ich sehe es gerade. Gebe ich mal doch ein bisschen Gas. Sehr schön. Moment, da hätte ich runterlaufen müssen. 104 Meter, da bin ich ja nicht sehr weit gekommen. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Und diesmal mit Rennen. Gut, hätte ich gewusst, dass etwas hinter uns her ist, dann
wäre ich sofort von Anfang an gerannt. Sehr schön. Da runterfallen lassen, weiterlaufen. Ach, da hätte ich einen kleinen Hüpfer nur machen müssen. Aber wir haben schon mal einen Meter... Wir haben schon wieder nichts, keinen Platz bekommen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen weitermachen, weil ein neues Level anfangen so kurz vorm Ende des Parts lohnt sich nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Oh Mann. Und vor allen Dingen, wir kriegen ja auch jedes Mal ein bisschen was dafür. Sehr schön. Oh Mann. Genial. Ich habe einen Platz gut gemacht. Juhu. Aber es ist noch nicht mal die Plätze für Medaillen bzw. Pokale. Dann müssen wir das jetzt ein bisschen besser machen. Die Looms sind wir eigentlich relativ. Wobei sie eigentlich auch immer schön den Weg anzeigen. Sehr schön. Ach Mann, was waren das? 208 Meter. Wir haben sie alle besiegt. Und ich mache das jetzt auf jeden Fall noch 2-3 Minuten weiter. Gucken, wie weit wir noch so kommen. So, das klappt ganz gut. Sehr schön. Auch das klappt alles hervorragend. Hier nur einen kleinen Hüpfer, da nochmal einen kleinen Hüpfer, da einmal ballern. Rüber. Sehr schön. Auch das klappt. Das klappt auch. Hervorragend. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Ach, schade, da hat es uns einmal wieder zerrissen. Genial, 319 Meter. Auch nicht so wild. Ein Versuch kann ich noch machen, oder zwei? Jawohl. Zwei Versuche sollten eigentlich noch drin sein. Und dann ist die Zeit auch alle. Mal gucken, wie weit wir es noch so kommen in den zwei Versuchen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt nicht mehr so weit komme. Und vor allen Dingen ist es ja auch ganz gut, wir sammeln ja während wir hier durchlaufen auch Looms für unsere zusätzlichen Helden. Und da haben wir wieder Scheiße gebaut. Aber es hat ja, haben wir uns noch gut draus gerettet. Sehr schön. Das hat auch geklappt. Das hat nicht mehr geklappt. So ein Mist. Ja, ich habe es beinahe befürchtet, dass das nicht funktioniert. Weiter geht's. Die Musik, die finde ich auch echt klasse in dem Spiel. Das ist der echte Bringer. So Western-Musik diesmal. Ach, scheiße. Sehr schön. Haben wir das doch noch geschafft. So, das klappt auch. Sehr schön. Weiter geht's. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Da verdrücke ich mich jedes Mal an der Stelle. Ja, komm, geht noch einer. Wir haben noch Zeit. 13 Minuten ist zu wenig. Und bis hierhin läuft's ja hervorragend. Okay, die ersten paar Schritte, die sind ja sowieso gar kein Problem. Da habe ich mein erstes Problem, weil ich nicht vernünftig springe. Ich trottel. Och Mann, Gott, da habe ich nur einen kleinen Hüpfer gemacht. Ach, Leute. Letzter Versuch. Und dann ist das der Part für heute auch beendet. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Das klappt auch. Das klappt auch. Mein Gott, wieso klappt der Sprung denn nicht mehr? Heiligsbett. Komm, einen letzten Versuch geht doch. Der muss jetzt noch sein. Es kann doch nicht sein, dass ich da immer an derselben Stelle scheitere. Und vor allen Dingen ist das doch auch gar keine extreme Herausforderung. So wirklich schwer finde ich das jetzt nicht. Weil vor allen Dingen... Oh Mann. Vor allen Dingen, weil man es immer wieder machen kann. Gut, das war's.
würde ich sagen, lasse ich das erstmal sein. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Part von Rayman Legends wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao.